So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns folgende Geschichte, Dramaturgie ausgedacht. Wir dachten, okay, wir fangen mal mit einer Beschreibung an. Und die Laura wird uns kurz aus ihrer Sicht erzählen, wie sie die heutige Stadt sieht. Die heutige Stadt im Sinne von Architektur, Stadtentwicklung, die Infrastrukturen, die entstanden sind. Denn in vielen Aussagen vieler Planer stellt sich immer wieder fest, dass die Entwicklungen sehr, sehr interessant und sehr positiv dargestellt werden. Und ich habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, wenn Sie ganz kurz aus Ihrer Sicht mal erzählt, wie Sie die Entwicklung Ihrer Stadt aus dieser eher architektonisch, städtebaulichen und infrastrukturellen Perspektive sieht. Und damit wollen wir zunächst mal beginnen. Bogotá, una pregunta que tengo para usted. Es que de alguna manera debe resultar fácil hablar de ciudades visibles. París es una ciudad visible porque Balzac la hizo visible, Proust la hizo visible, todos sus grandes escritores y poetas la han hecho visible. Bogotá es una ciudad invisible, tiene eso de difícil y también de encantador. ¿Usted ve a Bogotá? ¿La visualiza? Ja, Bogotá, ja, da müsste ich eigentlich erstmal Ihnen eine Frage stellen. Es gibt, ist ja eigentlich leichter, über diese sehr sichtbaren Städte zu sprechen, die eine große Sichtbarkeit haben, wie natürlich Paris und auch andere sehr bekannte, sehr sichtbare Städte, die durch Denker zum Beispiel berühmt geworden sind. Aber Bogotá ist eigentlich eine eher unsichtbare Stadt, aber das macht vielleicht auch ihren Reiz aus. Aber können Sie sich Bogotá visuell vorstellen? Oder also ich stelle mir vor, dass dort koloniale Architektur gibt, historische Bauten, die inzwischen teilweise instand gesetzt worden sind. Es gibt Plätze, es gibt Grünanlagen, es gibt sowas vielleicht ein bisschen klein, wie auch immer, so eine Art Central Business District, wo Banken und Hochhäuser entstanden sind. Es gibt die Hügel, wo sagen wir mal eher, die jene Bauten stehen, die, worüber sie nicht mit mir reden wollten, nämlich die Slums sich auch entfaltet haben und eine wunderbare Infrastruktur, nämlich die, ich habe diesen Begriff vergessen, so eine Art, eine besondere Buslinie, die sie entwickelt haben für die Stadt. So. Und die Altstadt natürlich mit kleineren Häusern und so weiter, also nicht diese monumentalen historischen Bauten. So. So etwa stelle ich mir Bogotá vor. Ist es in Ordnung? Muy bien, muy bien. Bueno, es un gran punto de partida. Muchas gracias. Ja, das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Es una ciudad de puertas para adentro. El bogotano vive muy encerrado. Y es una ciudad de muy buenas bibliotecas. La gente lee. Es un sitio estupendo para quien quiera ir a trabajar, porque la ciudad te perturba poco. El aire es purísimo. Todavía en los amaneceres de Bogotá baja el olor a cerro desde las montañas. Como es una ciudad insegura, la gente vive muy encerrada. Yo creo que es una de las razones de la invisibilidad de Bogotá, que es una ciudad que sucede de puertas para adentro. Y hago una pausa para ti, pero es una ciudad tremendamente cambiante. De una semana para otro tienes otro Bogotá a tus pies. Wir leben eigentlich in den Häusern. Das heißt, Bogotá ist eigentlich eine Stadt, wo das Leben sich hauptsächlich im Innern abspielt. Wir haben sehr gute Bibliotheken, das heißt, die Menschen lesen auch viel, was natürlich gut ist. Man kann auch gerne zu uns kommen, wenn man viel arbeiten möchte, denn die Stadt stört einen nur wenig. Die Luft ist gut, zumindest ist sie noch gut. Man spürt auch wirklich morgens noch, wie die gute Bergluft in die Stadt kommt. Man kann sie also riechen. Und teilweise ist es ja auch aufgrund der Unsicherheit, die wir in der Stadt haben, dass die Leute eben gerne sich im Innern aufhalten. Und das ist auch wiederum einer der Gründe für die Unsichtbarkeit von Bogotá. Und Bogotá ist eine Stadt, die sehr stark im Wandel begriffen ist, die sich sehr schnell wandelt. Eigentlich von Woche zu Woche sieht man ein anderes Bogotá. Woher ist
Also diese Quelle würde mich interessieren, weil das, was ich höre und gehört habe im Zusammenhang mit Bogota, die Dinge haben sich ja mehr oder minder beruhigt. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, also es geht schon seit ein paar Jahren, ist ja eine Ruhe eingetreten. Sind das immer noch Restgeschichten, die noch so verinnerlicht worden sind, weshalb man den öffentlichen Raum in irgendeiner Weise vermeidet? Oder ist das an sich ein stadtkulturelles Phänomen? Fíjate que en Bogotá, bueno, es una ciudad altamente insegura. Sin embargo, tuvimos un experimento muy interesante con un alcalde, en donde se demuestra que sí hay esperanza y cómo de alguna manera a veces puede bastar con un solo hombre o una sola mujer para que a una ciudad le cambie la cara. Esto fue un alcalde, yo soy pésima para las fechas, pero aquí debe haber alguna colombiana que me diga, o colombiano que me diga, ¿cuándo fue Antanas Mockus alcalde de Bogotá? No hay ninguna, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los colombianos? Wo sind denn die Kolumbianer? Sie erinnert sich jetzt nicht mehr an das Datum, wo dieser Bürgermeister von Bogotá regiert hat. Weiß jetzt leider niemand. ¿Cuándo? Ah, la primera, que fue la mejor, creo yo. Por ahí. Vale, vale. En los noventas, entonces, este hombre, Antanas Mockus se llama él, como su nombre, un tipo muy extraño, como muy ajeno al medio, y logró hacer conexión con esa ciudad imposible que es Bogotá, y donde todo el mundo salía con los guardaespaldas y los coches, y en Bogotá cruzar una calle es una complicación porque pasa un ministro con sus 15 guardaespaldas y si estás por ahí no quedas hecho puré. Y este hombre empezó a salir a la calle sin guardaespaldas, a recoger la caca de los perros cuando la veía en los parques, a vivir la ciudad de una manera distinta. En pocos meses Bogotá había cambiado, Bogotá era otra, era sorprendente, no veías basura en los parques, de pronto empezó la ciudad a ser más amable, hizo otra cosa asombrosa. Nosotros somos como de la línea de que una calle se cruza la carrera y por cualquier lado. Digamos que la cebra o las rayas esas blancas en la calle para nosotros quería decir cebra y no cruce por acá. Bueno, ahí dejemos. Bogotá ist ja eine wirklich sehr unsichere Stadt, aber es gab doch trotzdem ein interessantes Experiment oder eine Erfahrung mit einem Bürgermeister, das uns gezeigt hat, dass es doch irgendwo Hoffnung gibt und dass schon allein ein Mann oder eine Frau wirklich auch das Gesicht der Stadt verändern kann. Das war der Bürgermeister Antanas Mockus und dank jetzt auch der Beteiligung hier wissen wir jetzt, dass das ungefähr 93 gewesen sein muss während der ersten Amtszeit in den 90er Jahren und wie schon der Name sagt, ein etwas seltsamer Name, so war es auch wirklich ein ungewöhnlicher Mann, der das alles ganz anders angegangen ist. In Bogotá muss man sich vorstellen, dass alle mit Bodyguards unterwegs sind und nur im Auto. Und wenn man auf die Straße überqueren muss, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil dann kommt jetzt auf einmal wieder ein Minister angefahren mit seinem ganzen Konvoi mit 15 Bodyguards und wenn man nicht aufpasst, wird man dann gleich mal so Matschepampe gefahren. Also er hat angefangen, sich auf der Straße auch ohne Bodyguards zu bewegen. Er hat auch, weiß ich auch nicht so gut, die Hundescheiße in den Parks einzusammeln, wenn er sie gesehen hat. Und schon in weniger Zeit hat er wirklich eine Veränderung herbeiführen können. Also schon in wenigen Monaten sah Bogotá auf einmal ganz anders aus. Es gab keinen Müll mehr in den öffentlichen Parks und insgesamt hatte auch irgendwie die Stadt ein freundlicheres Antlitz bekommen. Vorhin beim Vorgespräch habe ich gesagt, es wäre vielleicht ganz interessant, denn ich glaube, fast ein Drittel der Bewohner wohnen in den Slums. Vielleicht reden wir mal darüber, wo wohnen sie, unter welchen Umständen wohnen sie und sind das Immigranten, die aus unterschiedlichen Dörfern, Landstriche des Landes hingekommen sind. Einfach darüber sollten wir auch mal uns unterhalten, denn
Sie bilden ja einen Teil der Bevölkerung in der Stadt, der Bewohner der Stadt. Aber Laura sagt zu mir, ich würde ganz gerne über die Wohnverhältnisse der Reichen reden. Das finde ich interessant, weil sie, wie sie es beschrieben hat, klingt es auch meiner Ansicht nach sehr, sehr spannend. Bueno, también tiene interés aquí en Europa, porque fíjense, yo pienso que en medio de todo nadie vive peor que los ricos de Bogotá. Y son riquísimos, ¿ah? Porque nadie que no conozca, el que no conozca la riqueza de los ricos latinoamericanos se puede imaginar lo que es eso. Los contrastes sociales son tan brutales. Los ricos viven encerrados. Es decir, ante la amenaza de toda esa migración pobre, los ricos se han ido encerrando en un sistema casi feudal de muros, murallas alrededor de las casas, calles cerradas, vigilancia privada, torres donde no se puede penetrar. No hay peor pesadilla que vivir encerrado. Yo digo, bueno, por lo menos los pobres van a donde se les da la gana, pero los ricos que están ahí metidos en su torre de marfil, que es una cosa que ahora que vivo en Europa temo yo mucho que pase en Europa, como ante la amenaza de la masa de gente que viene, la tendencia a encerrarse, porque perder la libertad es lo peor que le puede pasar a alguien que vive en la ciudad. Mira, para ti que eres experto en urbanismo, un fenómeno interesante en Bogotá, y es una estratificación social de la ciudad, pero ya no solo por zonas geográficas, sino por los pisos de los edificios, que consiste en ¿qué? Clases bajas viviendo en el primer piso. ¿Por qué? Porque son más inseguros los primeros pisos de los edificios. Entonces, ahí está el triciclo tirado, la basura regada, no sé qué. Primer piso, popular, alquileres bajos. Piso segundo y tercero, clase media, ya un poco más seguro. Y ya los pisos de arriba, ya una clase media más alta. O sea, según la seguridad del piso, una estratificación de la ciudad. Es ist vielleicht auch interessant, hier für oder in Europa das zu sagen, weil ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie was Reichsein in Bogotá bedeutet. Das ist wirklich teilweise sehr großer Reichtum. Diese Menschen sind wirklich reich und bei uns sind die sozialen Unterschiede einfach viel, viel größer noch als hier. Diese Menschen leben quasi eingesperrt aus Angst vor diesen ganzen Armen, die aus anderen Landesteilen kommen, haben sich die Reichen immer mehr zurückgezogen und eingesperrt, haben sich hinter Mauern verschanzt, ganze Straßen sind abgesperrt, es gibt private Sicherheitskräfte und sie haben sich also wirklich komplett abgeschottet und das ist eigentlich der größte Albtraum, wenn man sich vorstellt, dass man hier eingesperrt leben muss. Zumindest können die Armen, die sind frei zu gehen, wohin sie wollen. Aber die Reichen, die leben in ihrem Elfenbeinturm. Und ich habe die Befürchtung, dass das auch in Europa sich in dieser Richtung entwickeln könnte. Angesichts der Masse von Menschen, die kommen, könnte es diese Tendenz geben, sich abzuschotten und einzusperren. Wobei aber wirklich der Verlust von Freiheit ja das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Und das ist vielleicht auch für dich interessant als Städteplaner, dass jetzt in Bogotá hier die Aufteilung der sozialen Schichten nicht nur nach geografischen Zonen stattfindet, sondern eben auch nach den Geschossen. Das heißt, die einfachen Leute, die leben im ersten Stock, das ist natürlich das, wo es am wenigsten Sicherheit gibt, wo der Müll rumliegt und die Dreiräder rumstehen, da sind die Mieten günstig. Dann im zweiten, dritten Stock, das ist dann so untere Mittelschicht, da gibt es schon etwas mehr Sicherheit und weiter oben, da leben dann die Reicheren, denn da hat man natürlich die größte Sicherheit. Bedeutet das eigentlich, dass die urbane Angst, anders wahrgenommen wird und die Reaktion darauf auch anders ist im alltäglichen Zusammenleben und Erfahrens und Benutzen von Stadträumen? Claro, pienso que tienes razón. Una radiografía del miedo te puede hablar mucho de lo que es una ciudad. Yo pienso, si aquí hay colombianos o colombianas, me pueden contradecir si no les parece, pero uno de los signos, no solo de Bogotá, sino de Colombia en general, es que no hay miedo. El colombiano se acostumbra, la colombiana, a vivir sin miedo. ¿Cómo vas a vivir con miedo en un sitio en donde todo sería motivo de miedo? La gente vive sin miedo.
Lo cual es bueno por un lado y es tremendo por otro, porque también somos incontrolables. Yo creo que buena parte de la violencia de los colombianos es que hay gente sin miedo. El miedo lo tienes que sacar de tu vida, porque ¿qué haces con el miedo si todo te está amenazando? ¿Qué diablos haces con el miedo? Entonces es una forma extraña de vivir. Yo siento que yo conozco otra gente en el planeta, que los he conocido porque he ido a trabajar en esa zona con Médicos Sin Fronteras, otra gente que tiene ese signo, que son los somalíes. Los somalíes han vivido por todo y tampoco tienen miedo. Y también son gente como unos potros bastante duros de domar. Ja, klar, man könnte natürlich, da haben Sie auf jeden Fall recht, wenn man jetzt hier eine Röntgenaufnahme der Angst machen würde, dann würde das sicherlich sehr viel aussagen über eine Stadt natürlich. Kolumbianer, die jetzt hier sind und das hören und damit nicht einverstanden sind, können mir da sehr gerne widersprechen, wenn sie eine andere Meinung haben. Aber ich denke, dass wirklich ein Zeichen für Bogotá und auch für Kolumbien im Allgemeinen ist, dass wir keine Angst haben. Die Kolumbianer, sowohl Männer als auch Frauen, haben sich so daran gewöhnt, unter schwierigen Bedingungen zu leben, dass sie keine Angst mehr haben, weil sie sonst gar nicht leben könnten. Es gibt so vieles, was einem ständig Angst machen könnte, dass man, wenn man permanent Angst hätte, so gar nicht mehr leben könnte. Und das hat natürlich Vorteile und Nachteile. Das macht uns auch irgendwo schwer kontrollierbarer. Und ich denke, dass ein Teil dieser starken Gewalt in Kolumbien auch damit zu tun hat, dass die Kolumbianer einfach keine Angst haben. Wir haben praktisch die Angst einfach hinter uns gelassen, weil es so viele Gründe dafür gibt und haben sie quasi aus unserem Leben verbannt, um weitermachen zu können. Und durch meine Reisen auch und meine Missionen, die ich gemacht habe in verschiedenen Teilen der Welt, unter anderem mit Ärzte ohne Grenzen, habe ich auch andere Menschen kennengelernt, die Ähnliches erlebt haben und ähnlich fühlen. Das sind die Somalier. Die haben auch schon so viel mitgemacht, so viel erlebt, dass sie auch schon die Angst hinter sich gelassen haben und auch nur noch schwer zähmbar sind. América Latina ha hecho, que es una cosa que rara vez se ve desde Europa y menos desde Estados Unidos, experimentos democráticos interesantísimos en estos últimos años. Yo creo que mucho más interesante de lo que se ha hecho en Europa en su conjunto. Te voy a mencionar Mujica, del que hablamos, Correa en el Ecuador, es un tipo que tiene una reglamentación sobre la ecología de verdad de quitarse el sombrero. Evo Morales, un indígena presidente de Bolivia. Hugo Chávez, con todos sus problemas, tuvo un discurso sobre los pobres que tuvo un sesgo que fue interesante. Y así te puedo mencionar, Lula en el Brasil, experimentos más o menos fracasados, más o menos buenos, más o menos malos, lo que tú quieras, pero América Latina se ha metido en una serie de intentos de transformación a partir de una premisa básica: mirar la violencia, mirar la pobreza, ponerle nombre, volver a nombrar a los pobres que estaban borrados del vocabulario universal. Entonces, en ese sentido, te digo yo que hay una vitalidad y hay una fuerza que no creo que se deba desconocer. Und in Lateinamerika haben wir etwas gehabt, was es in Europa und den USA eigentlich seltener gegeben hat. Das heißt, es gab verschiedene interessante demokratische Experimente in den letzten Jahren. Zum Beispiel, und ich denke, fast interessanter, als es sie je hier gegeben hat in Europa. Das war Mujica in Uruguay, den ich schon angesprochen habe. Correa in Ecuador mit seiner Öko-Gesetzgebung, da kann man nur den Hut davor ziehen. Dann Evo Morales, ein indigener Präsident in Bolivien. Hugo Chávez in Venezuela, bei all seinen Problemen, hatte aber auch einen interessanten Ansatz zur Armut. Lula in Brasilien, das sind alles Beispiele, die mehr oder weniger gelungen oder gescheitert sind. Aber ich denke, in Lateinamerika haben wir wirklich mehrfach versucht, hier Änderungen herbeizuführen und wirklich überhaupt der Armut wieder ins Gesicht zu schauen. Denn über lange Zeit war sie quasi überhaupt nicht mehr erwähnt und besprochen worden. Und deswegen denke ich, dass diese Vitalität und diese Freude auch so wichtig ist. Mit der größten Wahrscheinlichkeit wird diese Vitalität dahin führen, dass wir in Zukunft weiterhin, sagen wir mal, eine sehr blühende Stadt haben werden. Ich meine jetzt Bogota. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr, dass Sie teilgenommen haben.